Willkommen zu Star Citizen der Alpha 3.11.1 und live vom PTU. Wir schauen uns heute an, was es aktuell schon auf der Expo zu sehen gibt, beziehungsweise wie wir dorthin gelangen. Und bei unserer Flucht aus der Gerüchteküche haben wir das ein oder andere aufgeschnappt, was wir natürlich auch nochmal ansprechen. Genug geredet, schauen wir uns die Expo an. Diese findet dieses Jahr auf New Babbage statt, das heißt auf Microtech. Am 20. November geht es los. Und um zum Tobin Expo Center zu gelangen, könnt ihr entweder über den Metro Loop vom Spaceport nach einer erfolgten Landung hinfahren oder bei einem Spawn in New Babbage einfach den Metro Loop in Richtung Tobin Expo Center. Das Expo Center selber liegt in der Nähe der Commons, also im Verkaufsbereich, und von außen, was wir uns auch noch anschauen werden, sieht man das Ganze schon von weitem. Sobald wir unsere Haltestelle am Tobin Expo Center erreicht haben, sind wir dann auch auf der Intergalactic Aerospace Expo 2950. Aktuell bietet das Messegelände bis auf den Eingangsbereich, also die Eingangshalle und kleinere Bekleidungsläden, noch nicht viel zu sehen, da die Fahrstühle zu den eigentlichen Ausstellungshallen noch deaktiviert sind. Allerdings gab es schon diverse Bilder und Leaks, welche das Messegelände zeigen, allerdings ohne die großen Neuerscheinungen und angekündigten Schiffe. Von daher wissen wir, das Messegelände ist riesig. Eine 890 Jump in einer Halle, kein Problem, und auch alle anderen Schiffe finden auf jeden Fall ohne Probleme Platz. Und die Gerüchte haben sich verdichtet, was die Nomad betrifft, allerdings ob sie ein Raffinerieschiff wird oder doch ein leichter Fighter, das ist aktuell noch in der Schwebe. Was absolut gesichert gilt, ist, dass die Mercury Starrunner bereits auf der Expo zu sehen sein wird. Ob sie flugfähig ist oder erst in einem Folgepatch kommt, das ist allerdings noch nicht bekannt. Und nachdem wir hier drinnen nicht mehr viel zu sehen bekommen, schauen wir uns das Messegelände von außen an. Wenn wir vom Flughafen in Richtung Stadtmitte fliegen, sehen wir schon den gelben Pfeiler nach oben. Das ist das Messegelände. Einen Eingang von außen zur Messe habe ich noch nicht entdeckt, und auch wenn der Weg zu den Commons relativ nah ist, müssen wir trotzdem mit dem Metro Loop eine Station weit fahren. Somit, es ist egal, wovon ihr fahrt, die Zugfahrt ist gefühlt gleich. Für meinen Teil freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Expo und bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und ein Subscribe da. Ich freue mich sehr auf die Expo und bin gespannt, ob die Nomad wirklich ein leichter Fighter oder ein Raffinerieschiff wird, beziehungsweise ob die Mercury Starrunner endlich zu begutachten sein wird. Sollte es Neuigkeiten geben, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Und wenn ihr nähere Informationen wollt, alle neuesten Leaks und Informationen zur Messe oder auch anderen Bereichen in Star Citizen, schaut im Discord vorbei. Hier findet ihr nicht nur Hilfe, sondern auch Gleichgesinnte, und es macht Spaß, sich mit anderen über Star Citizen auszutauschen. Und natürlich gibt es aktuell noch ein Giveaway, und zwar eine Tavarin War Uniform in Weiß und ein Spiel Cyberpunk 2077. Details zum Giveaway und den Regeln entnehmt ihr der Beschreibung. Und auch zum Kanal gibt es ein kleines Update. In Zukunft werden alle Inhalte in Qualitätsstufen bis zu 4K und mit maximalen FPS bereitgestellt. Damit könnt ihr Star Citizen in der maximal möglichen Auflösung und Qualität erleben. Und das Beste zum Schluss: an alle Patreons und Kanalmitglieder, vielen Dank für eure Unterstützung. Das bedeutet mir einiges und ich sage wie immer, ihr rockt. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video und sage wie immer, see you in the verse.